Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute als Vlog für euch etwas zum Auspacken. Wir machen ein Unboxing. Ich habe eine Gemüsekiste bei Etepetete bestellt. Achtung, ich zeig's mal in die Kamera. Ja, eine Bio-Retter-Gemüsekiste, so heißt die Firma. Und so sieht das Paket aus. Ich habe genommen für zwei Personen und man kann sich aussuchen, wann sie geliefert wird. Alle zwei Wochen kommt bei uns jetzt ein Paket mit gerettetem Biogemüse. Und ich reiße es mal schnell auf. Also ich bin schon länger an so einen Kisten, um so eine Kisten herumgerannt. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Ein paar Mal. Und dann mal gucken, wie das so aussieht. So, ich halte euch das mal irgendwie jetzt in die Kamera, damit ihr das seht, wie das hier ankommt. So sieht das aus. Meine Gemüsekiste. Da sind dann ganz niedlich. Ein bisschen die Lampen verschoben, aber ist nicht schlimm. Ein paar Kartoffeln sind drin, Bio-Kartoffeln. zwei Zwiebeln. Also von den Kartoffeln sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drin gewesen. Zwei Zwiebeln, zwei helle. Ingwer. Ups. Da haben wir, ja, so ein bisschen Ingwer. Dann haben wir drin einmal Rotkohl. Freue ich mich drüber. Und wir haben 1, 2, 3. Ja, 3,5 so eine große Möhrchen drin. Und eine Katze. Du musst da nicht rein. Möhrchen. Wir haben ein bisschen Paprika. Das sind halt immer Sachen, die nicht in den Handel kommen, weil sie irgendwie eine Fehlproduktion sind oder wie auch immer. Ist das eine Limette oder? Weil ich habe eine Gemüsekiste eigentlich bestellt. Also kannst du auch aussuchen, ob du irgendwas anderes haben möchtest. Oder Milch, Gemüse oder Obst oder du willst es gemischt haben. Das sieht aus wie eine Limette, oder? Mal gucken, wir sind mal gespannt. So, dann haben wir einmal Blumenkohl dabei. Sehr, sehr schick. Ja, ich hab's vergessen. Ist nicht so schlimm, ich hab's vergessen. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ihr kennt das bestimmt. Aber ich hab's voll. Es liegt mir auf der Zunge. Ich hab's. Na gut. Dann machen wir weiter mit dem Porree, der mit drin ist. Ja. Ich will mal Sellerie sagen, aber es ist kein Sellerie. Wir haben Porree drin. Okay. Also, es ist recht niedlich und überschaubar. Aber das ist auch okay. Weil eigentlich essen wir immer TK-Gemüse. Also tiefgefrorenes Gemüse. Und so ist es okay, wir können das mal und haben immer mal was Unterschiedliches zum Variieren, was Frisches. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr Etepetete kennt, ob ihr das auch benutzt. War jetzt mein erstes Paket. Okay. Gewicht hat es 5 Kilo, also es sind 5 Kilo Gemüse angekommen. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich bin schon gespannt, ob es in der nächsten Kiste da Unterschiede gibt in zwei Wochen. Also ich werde euch das berichten. Das packen wir auch wieder zusammen aus. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede. Ansonsten war das heute mal ein ganz kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Ich werde den Shop unten verlinken. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo. Und macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen. Ciao, ciao.